Wieso gehen wir anders? Wir können sogar am Stück bei Sesgrid Odyssey. Brauchst du Licht? Ja, trifft den Verfasser des mysteriösen Briefes. Okay. Hat gemacht, nur haben wir wieder FPS-Drops, weil CPU gerade wieder ausrascht. Ach, Käse, die gerundet auf einem scheiß Stamm, du. Meine Fresse, Kind. So, müssen wir hier kurz mal durch. Dürfen wir auch noch durch, wollen, dass irgendwer jetzt aggressiv wird. Gestern kam jetzt gerade leider, oder doch. Ne, gestern kam noch eine Folge raus, weil die Farm, ne, ändere ich noch. Heute kommt vielleicht dann keine raus, also am Donnerstag. Aber dafür am Freitag. Ja, das ist ein bisschen viel los. Hier was machen, da was machen. Und viel rumärgern leider. Und fehlt ein bisschen die Motivation, was aufzunehmen, gerade zu spielen. Obwohl ich mir jetzt das Season Pass gekauft habe. Schon ärgerlich natürlich. Kann ich mich selbst entzünden? Los, brenn! Ach, schade. Chick, du bist dran. Du bist dran. Auch nicht, okay. Cat Quest 2 kam raus, das spielen wir im Stream primär, kommt aber auch auf YouTube raus, weil den ersten Teil habe ich nur auf Twitch gezockt, im Stream. Adlerfrau, sei gegrüßt. Du hast meine Nachricht bekommen. Es überrascht mich, dass ich noch lebe. Das könnte sich ändern. Voreilig, kein Grund voreilig zu sein, Adlerfrau. Erlaube mir, mich vorzustellen. Mein Name ist Gergis. Ich bin der letzte Magier des Ordens. Ich wollte dich gerne treffen, Cassandra. Darf ich dich so nennen? Es ist mir egal, wie du mich nennst. Selbstbewusst, das gefällt mir. Gib mir einen guten Grund, deine Kehle nicht zu durchbohren. Wo ist Amorges? Und wo ist mein Sohn? Ich habe die Antworten, die du suchst, Cassandra. Ich weiß, was hier nachher geschah, in dem Dorf namens Dime. Dime? Was weißt du? Sag es mir! Ich war dort. Die Dinge sind nie so, wie sie scheinen. Deine Realität wird durch deine Wahrnehmung begrenzt. Reite mit mir. Ich wollte mich schon lange mit dir austauschen. Ich zeige dir, wie schön unsere Welt sein kann. Sollen wir? Eine falsche Bewegung. Ich verstehe. Hier lang. Wohin bringst du mich? An einen hübschen Ort. Ich will mehr über dich erfahren. Los, ich traue dir nicht. Ich verfolge deine Reise schon, seit sie begann. Tatsächlich habe ich einiges über dich geschrieben. Einige meiner beliebtesten Werke handeln von der Adlerfrau. Außerdem hörte ich natürlich von dir, von unseren Freunden. Vom Kult? Ich hätte nicht gedacht, dass die Freunde haben. Dann Verbündete. Oh, Sekunde bitte. Jo, da bin ich wieder. Es war die Post. Und los geht's. Ja, der ist ja auch schon genervt dran. Bruder, was hast du vor? Gepolster, ja. Batterie kann man. Haben wir so einen Nebenjob. Kontrollieren sie, ne? Und da ist die Batterie gestern fett aufgequollen. Ja, was jetzt? Weißt du, was du hin willst? Ich Alter. Habe viele Geschichten geschrieben, die du in der ganzen griechischen Welt finden kannst. Ich verbreite die Kunde unserer Heldentaten. Heldentaten? So nennst du den Mord an Unschuldigen und das Niederbrennen ganzer Dörfer? Eine eingeschränkte Sicht. Der Orden sieht das große Ganze. Wir streben nicht nach flüchtigem Frieden. Unsere Arbeit ist ewig. Malaka. Seid ihr irgendwie total bekloppt in der Birne einfach? Scheiß CO2-Stammer, doofe Kreta, ja, wenn wir so weitermachen, spätestens in 15 Jahren zur Klima am Arsch. So viel Potenzial. Und danke, brauchen wir uns darüber keine Sorgen mehr machen, weil dann verrecken wir eh alle. Nur kurz oder lang. Von daher, nö, aber scheiße auf Umwelt. Hast du bemerkt, dass die Gefahr von dir angezogen wird? Die Geier von einem Schlachtfeld? Wir können dir einfach nicht erlauben zu existieren. Ihr würdet jemanden wegen seines Blutes töten? Ihr widert mich an. Wir sind nicht der Feind. Hast du dich mal selbst betrachtet? In unseren Augen bist du die Manifestation des Aufruhrs. Du störst den Frieden. Urteile nicht so schnell, Cassandra. Es gibt viele Perspektiven. Stech den gleich ab. Ja, wohin jetzt noch, Mann? Welche Seite kannst du mich jetzt führen? Komm schon. Dann sage ich, hier ist ein Candywagen, ja, ja. Wir sind da. Oh,
was für eine Aussicht. Geht so. Messenien. Eine wahre Schönheit, nicht wahr? Komm zur Sache. Ich weiß, was in Dime passiert ist, wie Natakas starb. Bist du stark genug, die Wahrheit zu hören? Ich will alles wissen. Wir sahen an diesem Tag niemanden am Strand. Kein Natakas, kein Kind. Sie waren entkommen. Zumindest dachten wir das, bis wir ein Wimmern hörten. Es kam aus einem Schiffswrack an der Küste. Es war das leise, aber unverwechselbare Wimmern eines Kindes. Elpidius. Es gab kein Entkommen. Natakas versuchte, sich zu wehren, doch er hatte keine Chance. Das Kind war alles, was blieb. Ich finde Amorges. Sicher erwartet er, dass du es versuchst. Was willst du von mir? Unsere Geschichten werden von einigen wenigen geschrieben, die die Macht haben, sie zu formen. Es geschieht nicht jeden Tag, dass ich mit jemandem wie dir sprechen kann. Nichts ist absolut, Cassandra. Nicht einmal die Verdorbenen. Du bist Feuer, du hast das Potenzial zu zerstören, aber auch zu wärmen und Licht ins Dunkel zu bringen. Diese Wärme wolltet ihr vernichten. Menschen sterben, Cassandra. Irgendwann werden wir alle vergessen. Wir verblassen wie ein ferner Traum. An unsere Taten allerdings, wenn sie Bedeutung hatten, wird man sich erinnern. Sag mir, wofür willst du in Erinnerung bleiben? Man soll sich an mich erinnern als eine, die vor keinem Kampf zurückschreckte, auch wenn die Lage aussichtslos schien. Erhellend. Welch wunderbarer Einblick. Danke. Und nun müssen wir uns trennen. Die Frage ist, lässt du mich mit dem Leben davonkommen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht, er hat uns umgekidnappt. Können wir. Ne, wir können nicht speichern, schade. Das war Mount Fallout Skyrim toll. Schwer, er war dabei, er hätte den Tod von unserem Mann verhindern können, er hat ihn aber abmurksen lassen. Er hat sein Kind gekidnappt. Es ist nicht einfach. Er könnte aber noch informativ sein. Also aus Cassandras Sicht, ich würde ihn ab, also umlegen. Ganz klar. Ja? So ist es nicht. Also da ist dann da. Gut, wenn ich in ihrer Situation wäre, ich würde nichts anderes machen, wie ihn einfach einen Kopf kürzer zu machen. Wie das. Nee. Der Typ hat ein Kind entführt. Der Typ hat dein oder hat befahl, deinen Mann umzubringen oder deine Partnerin in meinem Fall dann eher. Ich kann dich nicht leben lassen. Weder jetzt noch später. Wir sind, was wir wählen. Ich lebe und sterbe gemäß meiner Entscheidung. Doch wisse, du kannst den Orden nicht aufhalten. Selbst im Tod leben wir weiter. Wir sind überall, jetzt und in der Zukunft. Es war mir eine Freude, Cassandra. Ach, Bruder, das ist alles, was du kannst. Zum Pillow-Angriff. Jetzt komm, probier's nochmal. So.
Zack. Schön, ne? Die Welt, Takas. Idee. Es tut mir leid. So, jetzt rühren wir kurz mal P. Geht den Weißen auch in die Jason. Der Festung am Burg Itome. Im Sumpf, Burg Itome. Südwestlich in einem Sumpf, das ist hier. Könnte auch der sein. Gehen wir mal dahin. Komm mit. Neue Quest, Rauch und Wut. Ja. Ich habe keine 5 Minuten mehr gerade aufgenommen, aber ich nehme einfach mal ganz regulär zwischen. Hier muss ich vorsichtig sein. Ich wurde nur vorbeigeritten, man hat die Fresse. Nervt manchmal. Leider nichts getroffen. Kilometer Entfernung ist da unten, da kann man recht gut hin. Das passt. Das dürfte die Burg Itome sein da vorne. Glaubt jetzt mal mindestens. Und dann südwestlich davon. In einem Sumpf. Das kann das Gebiet drunter sein. Alles, was ich eingetriggert habe, ist ja eigentlich eher westlich wie südwestlich. Naja, gucken wir mal. Trifft der aus dem Essene und spricht mit ihm. Ja, könnten wir machen. Sobald wir den Typen da gefunden haben. Und ihn etwas weggenatzt, reduziert haben. Aber sehen wir ja gleich. Vor allem, weißt du, wir sind dran schuld. Wir haben in Frieden gelebt. Ihr wart die Geisteskranken, die wollten sterben. Halt die Fresse, Alter. Da, das ist die Burg. Südwestlich wäre hier. Da aber hier nichts ist. Sondern ein Wildschwein. Geh mal davon aus, könnte das Ding da vorne sein. Ich wollte nicht absteigen. Ich wollte das Ding aufheben. Südwestelburg, Utomia im Sumpf. Ja, das wird, kann ja nur das sein. Drecksfruchtflieger, Alter. Ich stech dich am Mann. Nee, die nerven gerade echt hart. Nur mal so. Ein Ältester war am Sumpfland südwestlich der Festung am Burg Itome bei der Bucht des Hades in Messenien. Bucht des Hades. Bei der Bucht, das könnte es sein. Weil Bucht des Hades. Gehen wir mal dahin. Bewegung. Bei der Bucht des Hades. Sonst machen wir kurz mal die Jägerblatt, ne? Ganz ruhig. Okay, alles in Ordnung. Ich will den Chip jetzt finden. Bei der Bucht des Hades. Ist er auf dem Schiff dort? Oh. Alles kann man identifizieren, ist ja nice. Die Dinge, von denen wir glauben, dass sie uns ausmachen, sind die Lügen, die uns fesseln. Die kommen mir bekannt vor. Gaspar, die Torwächterin. Orden der Herrschaft. Gaspar war als Sklavin geboren worden, wie so viele vor ihr. Die erste Zivilisation hatte die Menschheit geschaffen, um ihr zu dienen. Doch sie waren keine Götter und nicht unfehlbar.
Versehentlich hatte sie die Menschen zu sehr nach ihrem eigenen Antlitz erschaffen. Geschlecht, Ethnie, Nation. Nach dem Studium der ersten Zivilisation wusste Gaspar, dass solche Unterscheidungsmerkmale hinfällig waren. Sie wusste so, wie ihre Schöpfer, war sie dazu bestimmt, über alles hinauszuwachsen. Verfolgen. Die ist da oben. Ah, das ist ein Schnellreisepunkt. Okay, mach erstmal die Tante blatt. Vorwärts. Läuft. Ich hätte einen völlig falschen Punkt gesucht. Ich weiß nicht, ob wir da so einfach vorbeikommen. Müssen wir kurz schauen. Los! Skyrim wäre es gegangen, da können die Pferde 90 Grad Schrägen hochgehen. Da ist es easy. Was ist da, Schatz? Ella. Ella. Hallo, jetzt ab Pferd, lauf doch einfach da lang, Mann. Befehlshaber ausschalten, da habe ich keinen Bock. Ich muss mich verstecken. Nee, musst du gar nicht. Ich will nur hier vorbei. Wir sind da hin zum Schnellreisepunkt. Jetzt ab. Move your booty. Hä, hau doch zu! Ich glaube, die ist mit dem Arm irgendwo hängen geblieben. Ja, Zeug will ich nicht. Kann auch Fußnägel chillen. So, gibt's da sonst was in der Nähe? Ach, Pferd! Was soll jede Mücke hängen? Da ist ein Weg da hochführt. Hab ich gerade gesehen. Den nehmen wir mal. Hä? Das Pferd springt immer in Zeitlupe, es gibt keine Schwerkraft. Hi Jungs, was geht? Ach, Schnauze. Hab dich auch lieb. Jo, Grafikfehler, Lichtbug. War grad hell, war dunkel. Was dazwischen? So, dann müssen wir. Da war nicht der Weg irgendwo. Da ist. Ah, ist ein Fluss, kein Weg. Ja, egal, tut's auch. Los. Kehre, hopp. Was sind das für Freaks? Keine Ahnung. Ist mir egal. So. Ella, Kehre, alles. Pferd, Alter. Da lang, danke. Nein, was machst du für einen U-Turn? Der Gaul, du. Ein gutes Panorama entdeckt. Sehr schön. Er ist so ein gelehrter Tante. Jetzt können wir vielleicht mit einem fetten Pfeil abmurksen. Das wäre sexy. Und 305 Meter. Und vor allem, wenn du mit so einem Pfeil auf die Distanz abschießt, das wäre so pervers. Erhöhe die Reichweite deines Bogens um 5000 Meter. Yay! Ich frage, wo die Alte hockt. Da drüben. Komm, Pferdchen. Und los. Los geht's. Ja! Yippie, Schweinebacke. Wenn wir die nächste Freak-Tante. Machen die einfach kalt, fertig. Na los. Hä? Komm schon, komm. Ist da eine Höhle? Ja, muss. Ups. Ah, guck mal. Eine Höhle fährt. Ist aber unter uns.
So, wir murksen ja aber schön und heimlich ab, ne? Oh, da war Loot. Hallo. Ich muss nicht sehen lassen. Ach du blöde Sau, jetzt lauf doch da hoch, Mann. So einfach geht das. Und keiner hat es mitgekriegt. Ist doch sexy. Ja, komm her, Bruder. Mach aber keinen Scheiß. Entspann dich, den hole ich auch noch, dein Freund. Irgendwo wird er sein. Komm. Fotze, Alter. So, Bruder. Bin gleich bei dir. Muss nur kurz mal die Made abstechen. Tja, das war ein Vergnügen. So, bist frei, mein Freund. Dip, 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 dip. Hast du Metall? Ja, gut, okay. Oder abgeschlossen. Schreckensschlucht. Ja, gerne, kein Ding, du. Level 70, die geht hier zu Megadaloman. So. Er ist da ein Zorgleichen in der Kiadeshöhle im Tal des Aristo, wenn es in Messenien. Kiadeshöhle. Messenien, Kiadeshöhle. Messina hat ihm irgendwie gesagt, ne? Ein Teil der irgendwas. Einer Höhle. Könnte die da unten sein? Unentdeckter Ort? Ich mach die Bastarde erstmal kalt. Ich hoffe, das ist für euch okay. Ah, ist nicht schön hier. So traumhaft. Alle sterben zu sehen. Es könnte heulen, Mann. Wollt ihr eigentlich nicht raus? Ist da draußen was? Ja gut, okay, da liegen ein paar Leichen rum, aber... Ist jetzt nichts Neues? Oh, Pebbles, was haben wir da am Start? Läuft bei dir, ne? Geht mal weg. Jo, was war hier los? Ich mache jetzt einfach alle bla, weil ihr alle scheiße seid. So, jetzt reicht's mal nämlich. Gebt ja einen Stuff her. Pebble? Mitten haben wir 300. Schnell. Hey, Pebble, du fette Kuh, komm her. Was ist mit dir falsch? Na, los, komm. Lass uns da hochgehen, das ist ein Schnellreisepunkt. Spart uns Zeit zukünftig. Ich glaube, wir werden da schnell hinreisen, wenn wir die Möglichkeit haben. Was wollen die jetzt? So, schöne Spur halten, schöne Spur halten. Ich drücke keine Taste. Schön die Spur. Nein, das war nicht schön, Pebbles. Das war widerlich, ja? So, lass uns da lang reiten. Nein, was? Links, rechts, Combo, genau so. So wie wenn du flüchtest für irgendwas, also vor allem halt. So, dann dazwischen durchquetschen, perfekt. Da so hoch, genau. Dann wieder runterlaufen. Cute Jump. Klappt doch.
Und dann runter. Ist es okay? No! Watch out, the prank, bro! Nice, war echt ein Prank. Trust me. Hab ich auch nicht vor. Mann, sind die doof. Ah, das ist da drüben. Packt die das da hin? Ja, packt sie. Hallo? Hallo? Danke. Die Frau, du. Manchmal. Tschüss. Direkt unter uns. Ah, ich glaube, schon ein Reisepunkt, der da aufploppt einfach. Egal. Machen wir kurz einspringen von dem mal runter. Wissen wir, was da hingeht. Guru, guru. Da ist Metall gewesen. Ich hab's gesehen. Und eine Höhle. Cool. So. 109 Meter. Gibt's noch was? Okay, eine andere Höhle. Da müssen wir hin. Da machen wir schnell Reise. Spart ein paar Kilometer. Oder ein Kilometer zumindest. Ein paar sind es ja nicht, aber einer. Hm, 1,2. Ist doch ganz okay. Okay. Ach, geh doch weg, Digga. So. Hey, nee, nicht gebückt gehen. Geh aufs Kreuz. So, dann holst du ein Pferd herbei. Das kommt von der Seite. Hey, bleib da. Gut, Haufe. Komm schon. So. Und jetzt mal hier ab. Ich geb dir die Gerde sonst. Ab, schneller! Ach. Na, klappt doch. Da muss jetzt die Höhle sein. Besuch die einfach jetzt. Wie gesagt, in der Höhle. Entsorgt Leichen in der Kiadeshöhle im Tal des Aristomenes in Messenien. Aristomenes. Los geht's. Ich frage, wo die besagte Höhle ist. Los. Ist die Höhle? Weil die kann es nicht sein. Die ist ja wieder außerhalb. Wir reiten hier einfach mal lang. Vielleicht finden wir die irgendwo noch. Vielleicht ist sie auch gar nicht eingezeichnet. Vielleicht müssen wir die ja finden.
Hm.